Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Olle Mods 2 Plus. Willkommen zurück. Ich möchte jetzt diese Laser da oben austauschen. Beziehungsweise ich will jetzt generell versuchen, alles was provisorisch ist, etwas fertiger zu machen. Und ich fange ganz oben an. Damit das Haus nicht wie eine Baustelle aussieht. Ja, Dorst hast du nicht gesehen, oder? Und wo, was habe ich gesehen? Ja, das! Nee, ich habe hier aber Türen. Weiß nicht, wovon du redest. Ja, meine Ja, Stromprobleme, oder? weil es gab ja nur ein einziges Minecraft-Projekt, was sich DOS nennt. Ach, das Projekt. Ja, sag halt, dass du von einem Projekt Ja, redest. wovon soll ich denn sonst reden, wenn ich einfach nur sage DOS? Wieso haben wir denn keine Fackeln da drin? Es gibt's doch nicht. Ich dachte, war das 10 Stacks. Ja, so was Gibt's ich doch noch nicht. habe ich noch im Inventar. Also, nicht mehr. So, hier schon mal eine Ofenkartoffel essen. Also brauchen wir erstmal die neuen Kabel, die ich da oben hinbauen will, von Thermal Dynamics. Ist das neu? Also, DOS habe ich nicht gesehen. Ich habe gar kein Minecraft-Projekt gesehen seit ich Auf schon jeden erwartet hätte. Fall hat jemand, als sein Haus noch im Aufbau war, erstmal einen Kran dahin gebaut, der das Haus quasi baut. Ist ja nicht lustig. Das ist sehr schräg, ja. Bin mir sicher, ich habe Kohleblöcke rausgenommen und es wurde auch als Kohleblock angezeigt im Inventar. Jetzt habe ich gerade Sticks aus dem Holz gemacht und auf einmal, als ich auf die Kohleblöcke gehen wollte, habe ich statt 8 Kohleblöcke ein Stack Aluminium Nuggets dort. What's da? Das Ah ja, ist mir die nicht habe ich schon. gegenübergefallen. Elektrum Aber fehlt jetzt doch. dafür, okay. Also brauche ich Silber und Gold. Also ciao, ich gehe in den Keller. Ja, er will im Keller Mit mein welcher gehen. Taste kann ich noch mal sehen, ob es zu dunkel ist? F4 war es, glaube ich. Okay, das teste ich dann mal. Ah ja, F4 stimmt. Danke. So, Elektron wird hergestellt. Ob ein Stack zu viel ist, Ja. ist mir jetzt auch egal. Aha, hier auf diesen Blöcken, wo die Items drin sind, die auf den Drawern, ist zu dunkel. Gehärtetes. Warte, das ist einfach nur. Ja, das ist einfach nur irgendein Barren mit Obsidianstaub. Okay, wie stelle ich einen Obsidianstaub her? Obsidianstaub von einem anderen Mod, bitte. Danke. Nehmen wir das Pulverreiste. Mit Pulverweiser. Wer hätte es gedacht? Obsidian, wie viel haben wir denn davon noch? Ah ja, stimmt, wir haben bauen das ja auch an. Das habe ich ja ganz vergessen. Ich glaube, wir haben genug Obsidian. Es ist erst genug, wenn es mindestens 10 Stacks sind.1419. Ja. Das baue ich halt auch an. Es ist eine Weile gewachsen, aber ich habe es eine Weile nicht mehr gebraucht. Kannst du mal aufhören, das anzubauen? Das ist ja Das ist ein einziger kann Seed. kein Das ist Mensch. ein einziger Obsidian-Seed. Warte, waren das jetzt Blöcke oder wirklich Stacks? Das waren Blöcke, keine Stacks. Das ME-System zeigt nicht in Stacks an. Okay, aber da kann ich mir ein schönes Obsidianhaus bauen. So, aber ich tue jetzt erstmal ein Stack in Dust verwandeln. So, haben wir noch genug Strom? Was sagt die Energiezelle? Geht, es wird weder weniger noch mehr. Ich habe jetzt so eine Energiezelle in der letzten Folge gebaut. Weiß nicht, wie aktiv du die geguckt hast. Ach ja, Nein, gar übrigens, nicht, weil die ich habe letzte gesehen, Folge dass du kam nicht mehr heute weiterkommen raus. wirst.
sind also top aktuell und haben alle Kommentare gelesen, die belaufen sich auf null. Denke ich mir auch gerade so. Ansonsten, wir sind noch nicht auf der neuesten Version, weil keiner. Kann mir einer von euch sagen, welche zwei Mods der Typ hinzugefügt hat? Ich find's ein bisschen los, dass er einfach dahin schreibt, das ist eine Überraschung. Überraschung. Wenn ich eine Überraschung haben will, hol ich mir ein Überraschungsei. So. Oh. Okay, anscheinend fressen die ein bisschen zu viel Strom, weil die in meinem System den Strom wegfressen. Nom nom nom. Ich mag Überraschungseier übrigens. Ja, die schmecken lecker. Oh ja. Riesenüberraschungseier zur WM damals, das war super. Wett. Hol ich mir mal ein bisschen. Jawohl, erstmal vielleicht die, Flui. Nein. Wie soll ich schreiben? Achso, nee, das sind ja Energy Ducts, das sind ja keine Blue Ducts. Die da. Wie viel bauen wir mal ein Stack? Fehlen 10. 10 von diesem Glas da fehlt, okay. Dann nehmen wir mal das hier. Nehmen wir den Barren, wovon wir am allermeisten haben. Kupfer. Nehmen das hier mal raus, weil das genau das auch hier drin passiert. Kann man eigentlich aus dem noch anderes machen, außer dieses Glas? Also wenn du mal... Connected das eigentlich? Weh, du gehst kaputt, wenn ich dich abbaue. Nein, das connected nicht. Ach warte, ich habe doch eh einen Hammer, ein Werkzeug, wo eh nichts kaputt geht. Aber wenn du mal Glas mit Erzfarben haben willst, dann... was auch noch explosionssicher ist, dann kommt nicht Dritter 1 am Fehler. Okay. Ich werde an dich denken, wenn es soweit ist. Aber ich glaube, du magst eigentlich nur Leuchteglas, oder? Obwohl, vielleicht hat Calypsia davon auch eine leuchtende Variante. Das ist mein Lieblingsglas, wenn es leuchtet. so Ener. Okay, Redstone Energy Duct. Ein Stack. Starten. Start. Okay, wie viel Redstone muss man da jetzt rein? 200 MB pro Dingens. Wie viel Redstone entspricht ein... Ein Redstone entspricht 100. Das sind dann 1800. Also das dauert jetzt ein bisschen. Müssen dann 3, 6 sein. Damit müsste ich jetzt ein Stack abgeklärt haben. Glaube ich. Mal schauen, ob am Ende was übrig bleibt. Unendliches Stack. Wie, du hast ein unendliches Stack? Steak. Ich esse es schon seit Ewigkeiten und es ist immer noch im Inventar. Ah. Könntest du aufhören, so über offensichtliche Lags zu reden? Und schau mal, da hinten, mach mich wohl aggressiv. Ich abgebaut habe, gehen sie gerade alle kaputt. Das ist 3 Minuten her. Bin seitdem schon überall woanders gewesen.
Okay, das Redstone wird schön verarbeitet. So soll es auch sein. Ich mache ihn jetzt in der Zwischenzeit. Ah, vier sind schon fertig. Ah ne, das wird dann nicht das ganze Stack reichen, oder wenn da immer vier rauskommen. Ah, vielleicht fürs Haupt. Ah ja, den haben wir auch. Hier hatte ich auch. Ah ja, hier hatte ich auch so eine Tür vor. So eine Pistentür, obwohl ich glaube, da unten was umbauen muss dann dafür. Die Bücherregal habe ich ja nicht verwendet. Dark Oak, Dark Oak, Dark Oak, Dark Oak, Spruce, Spruce, Spruce. Okay, welche Bücherregale habe ich nicht verwendet? Das ist wohl die bessere Frage. Ich bin einmal vergiftet. Ich weiß nicht warum. Ich sehe keinen Gegner. Ich habe mich eine halbe Minute lang nicht bewegt. Ja, dann war dein Gegner. Ist das die Fledermaus? Wieso bringt mich eine Fledermaus um? Kann gar nicht sein. Was oder? Für eine Fledermaus? Ist die ganz normale Vanille? Keine Ahnung, eine ganz normale Fledermaus. Da steht überhaupt nichts Besonderes. Aber das ist das einzige Lebewesen hier. Ich schlage einfach mal durch die Gegend. Ich habe ein halbes Herz im Bein vergiftet, welch ein Glück. Hat dich eine Hexe angeworfen? Nein, warte, ich habe einen Experience Chunk im Inventar von einem Creeper, wie es ausschaut. Oh, die Blöcke um mich rum sind jetzt kaputt. Ich habe auf einmal Basalt da, wo mein Steak vorhin war. Ich brauche jetzt unbedingt Essen. Ich wollte mein Bag of Holding schon vor 2 Minuten öffnen, das hat sich nicht gerührt. Ich hoffe, es geht jetzt auf. In der Zwischenzeit bin ich am Handy beschäftigt. Dann hier Signalium und Resonet. Schneller als erwartet. Und dann kommt das hier. Aber das lassen wir erstmal noch. Wir brauchen, glaube ich, noch. War das da oben Fichtenholz? Ich glaube schon, oder? Ah, wir haben Äxte. Okay, irgendwas ist merkwürdig. Wieso wurde mein Inventar bitte umsortiert? Ich habe überhaupt nichts gedrückt. Fangen wir die damit. Ich habe Sachen im Crafting-Feld. Was? Ich habe einen Lava-Eimer auf dem Kopf und meine Axt ist auf dem Brustbereich und dann kommen irgendwelche Clay-Sachen. Das ergibt gar keinen Sinn. Hä? Wie zur Hölle hast du das denn in diese Slots reingetan? Weiß ich nicht. Ich war gerade dabei, Karottensaft zu trinken. Als ich mein Bag of Holding nämlich endlich geöffnet hat, konnte ich was zum Essen rausnehmen. Und jetzt ist mein Inventar absolut merkwürdig. Warum hast du denn Essen nicht auf deinem I? Was? Auf einem I? Deinem I. Nicht einem, deinem. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Alter, wie viele I's siehst du in deinem Inventar? Kein einziges. Ich sehe ein O und ein R, falls du die Buchstaben da oben meinst. Hä? Ich schick dir mal einen Screenshot. Ein O und ein... Hä? Also bei mir ist dann C und ein I für Crafting und Inventory. Wie kann denn dann O und ein R stehen? Für was sollen denn diese Shortcuts bitteschön stehen? Das weiß ich nicht. Habe ich bis heute nicht rausgefunden. Schau dir den Screenshot an, dann siehst du, wie mein Inventar gerade ausschaut. Absolut merkwürdig. Warum steht denn da O und R? Na, Englisch? Aber es macht keinen Sinn. Englisch? Crafting ist ja Crafting. Ja, genau. Und ich ist Inventory. Na eben, es macht wirklich keinen Sinn. Und es macht keinen Sinn, wer, dass du den Spiel auf Englisch hast. Wieso, das macht Sinn, ich spiele ja gerne Nein, Englisch. Nein, das macht keinen Sinn. Oh, aber oben drauf zu drücken hat dafür gesorgt, dass mein Inventar wieder gescheit ausschaut. Ich habe wieder eine Rüstung an. Ich habe mir leider plötzlich kein Essen mehr, dass ich mir... Kann ich euch jetzt 5x5 abbauen? Dann müsste ich ja hier stehen. Nope. Habe ich jetzt Karottensaft hier drin? Alles klar, das Solarpanel nach oben kann ich schon so abbauen. So die Scheiße. Ich heile mich, ich hoffe, das sieht nicht nur so aus. Jetzt liegt das da oben, richtig. Hallo. Will hier durch. Hä? Warum kann ich hier nicht springen? Weil der Block gar nicht abgebaut wurde. Danke, Anzeige.
Ich dachte, ich baue 5x5 ab. Das stimmt ja dann gar nicht. Was? Na, ich baue nicht 5x5 ab. Ich baue 5x4 ab. Hä? Das Upgrade funktioniert scheinbar nicht gescheit. Laberst du? Oder, warte mal. Unten der Akku ist ja schon halb leer. Himmelswill. Warte mal, das bedeutet, ich weiß nicht, wo die Batterie meinem Inventar auf einmal hin ist, aber die ist nicht mehr sichtbar. Mist. Was? Nein. So. Okay, ich weiß nicht, wo die Batterie ist. Ah, wieso ist die bitte in der Bag of Holding? Egal. Anscheinend hast du es wieder reingelegt. Nicht, dass ich wüsste, aber schon in Ordnung. Hauptsache, sie ist da. Mein Drill war nämlich schon fast leer. Ah ne, die baue ich lieber so ab, weil die droppen ja irgendwie nicht. Warum auch immer. Oder droppen die Wedges? Du hast die ja, glaube ich, öfter abgebaut als ich. Oh, ist das schön. Es baut sofort ab. Ich ignoriere mich halt. Ich muss darauf warten. Ich habe keinen blassen Schimmer, deswegen kann ich dir eh nicht antworten. Ja, aber du weißt schon, wovon ich rede, oder? Nö. Ja, von den Wedges! Mein Gott. Ja, ich weiß, was Wedges sind. Ich esse die immer zu meinem Schnitzel dazu, wenn es keine Pommes in der Kantine gibt. Hä? Du isst also Schrägen? Nein, dieses Wort. Ich habe es in den Chat geschrieben, wenn es dort auftaucht. Ja, wir werden fast genauso geschrieben. Gut, sie haben kein S am Ende. Also Wedge. Nun, das ist wahrscheinlich auch der Singular. Zu dem Plural, den ich hier geschrieben habe. Warum gibt's was zu essen, aber was sich so nennen wie Schrägen? Aber sowas wie Ecke heißen, weil die Dinger so ausschauen wie Ecken. Nur eben aus Pommes. Ich esse die ganz gern. Du isst also gerne Ecken. Ich weiß nicht, wie man sie abbaut. Versuch's mit einer Spitzhacke, auch wenn sie aus Holz sind. Ging eigentlich darum, ob sie droppen, aber gut, lassen wir das. Ich glaube schon, mit der Spitzhacke, nicht mit der Axt. Nein, die sind nur gedroppt, weil ich Sigtouch hab. Ah. Die sind ja nie gedroppt. Actually Editions. Stehen hier jetzt eigentlich nur Actually Editions Maschinen? Was auf die von Extra Utilities? Ich habe echt keine Ahnung, welcher Mod was macht, also. Wie wer. Das ist doch nicht schwer! Es steht doch bei jedem Item dabei, von welchem Mod es ist! Ja, aber ich gehe jetzt nicht hoch, um nachzuschauen, von welcher Maschine von wem ist. Das musst du dir selbst beantworten, wenn du dir diese Frage stellst, während du davor stehst. Ich habe darüber überlegt, wie ich das baue hier. Das musst du dich selbst fragen, während du davor stehst. Okay, ich hör auf. Ich habe überlegt, mich gefragt. Aber gut. Ja, aber es klingt wie eine Frage, wenn du es mit einem Fragezeichen beendest und ich zuhören kann. Außer du denkst, dann fragst du nicht. Noch Mist. Der hat natürlich auch nicht über die Nacht gearbeitet. Shit, auf einmal habe ich einen Angreifer hier. Ein Zombie? Was? Nein, eine Cave-Spider. Aua! Könnte sie mich bitte erst dann angreifen, wenn sie mich eingeholt hat und nicht schon davor? Nein! WTF, okay, das überlebt. Du fühlst der Schwerkraft zu Opfer. Was für ein Schwachsinn. Vor allem, woher kannst du es? Du konntest es vorlesen, bevor es bei mir im Chat stand. Very nice. Er steht bei mir. Aua! Der hat einen Bogen. Das finde ich aber nicht so geil. Könntest du nicht vorlesen, wenn ich respawned bin? Könnt ihr denn nicht einfach verbrennen? Das steht nicht im Chat. Okay, woran erkenne ich das? Ja, daran, dass du respawned bist. Was ist das für eine dumme Frage? Nun. Ah, so sieht das also aus. Okay, ich glaube, jetzt bin ich da. Yep, jetzt bin ich da. Ich kann mich sogar bewegen. So, erstmal ein Whip bauen. Fast wie im Real Life. Die ganzen also Skelette. Das war nicht auch immer so. Ich glaube, im Real Life solltest du nicht sterben. Hä?
Aber ohne zu sterben kannst du noch nicht wissen, wie du respawnst. Ja, nämlich gar nicht. Wo ist denn mein Grab? Also die Inventarliste ist mir egal, danke. Wieso liegt die dort, wo mein Grabstein sein sollte? Hä? Ach, interessant, ich bin da vorne gestorben. Mein Wegpunkt ist nur schon wieder falsch. Muss ich noch was tun, außer sneaken? Ja, was steht denn da? Keine Ahnung, ich dachte, wenn ich auf meinem Grab sneake, kriege ich mein Zeug. Das ja, steht das da oder nicht? Wie? Nein, da steht überhaupt nichts. Wenn ich auf meinen, wenn da... Hier, Player Grave, sneak over me. Ja, genau. Waiting for server, so wie sonst auch. In der Zwischenzeit werde ich übrigens angegriffen, so wie sich's anhört. Wie sich's anhört? Ja, ich kriege zumindest das Geräusch. Und die Cave Spider steht da hinten rum, auch wenn sie sich nicht zu mir bewegt. Naja. Ich würde sagen, bewerte nicht vergessen und beim nächsten Mal machen wir weiter mit den Umbauarbeiten. Ja, ciao. Tschüss.